Ja, das ist wahr. Wer das singen kann und aus vollem Herzen bezeugen kann, der darf sich freuen mit dieser unaussprechlichen Freude, von dem unser Herr in seinem Wort redet. Denn wir haben ewiges Leben. Christus hat uns freigekauft. Ich möchte auch noch ein ganz kurzes Gebet sprechen. Einfach als Einleitung zu dieser Botschaft. Ich danke, Herr, für die Worte der Einleitung von Hans-Jörg, für dein Wort, was wir bereits lesen durften, für die schönen Lieder, für die Einsegnung. Und jetzt, Herr, öffne unsere Herzen, damit wir dein Wort verstehen und es auch annehmen und umsetzen. Amen. Die Verse, die gelesen wurden, sie sind sehr inhaltsreich und ich denke, man könnte über die Tür Jesus Christus sehr vieles sagen, vor allem auch in den ersten Versen, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, ist ein Dieb und ein Mörder. Das wären alles so Punkte, die man beleuchten könnte, darüber nachdenken könnte. Oder ich bin die Tür zu den Schafen. Ganz besondere Aussage. Wir müssen uns natürlich heute beschränken auf einige Punkte, eigentlich auf einige wenige Punkte. Und der Predigttext ist ja dieser besondere Vers, das ist ja eigentlich auch dieses Ich-Bin-Wort des Herrn, was man immer dann liest, wenn man über seine Ich-Bin-Worte spricht. Eben der Predigttext ist dann Johannes 10, Vers 9, wo der Herr sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, wird er gerettet werden und wird eingehen und ausgehen und weiterfinden. Wir wollen darüber sprechen heute und es gibt so in den anderen Ich-Bin-Worten Jesu, gibt es so Punkte, die überschneiden sich ein bisschen, auch mit diesem Punkt, deshalb werde ich heute nicht alles mit euch anschauen, sondern einige wenige Dinge und dann in einem nächsten Ich bin Wort Jesu werden wir das dann dran nehmen. Ich sage dann das noch einmal, wenn es soweit ist, innerhalb dieser Botschaft. Zunächst einmal Folgendes. Dieses Wort, dieser Predigttext, es ist natürlich fast zwingend, wenn man denkt und ihn vergleicht mit der Arche Noah im Alten Testament, wo ja diese eine Tür war, diese eine Tür zur Rettung. Ich hoffe, Sie kennen alle die Geschichte der Arche Noah. Das ist ja eine der Geschichten, die man als Kind am meisten gehört hat und gelesen hat und Hörspiel darüber sich angehört hat. Noah und die große Flut. Die Arche Noah, dieses große Schiff mit dieser einen Türe, es ist einfach wirklich ein zwingender Vergleich da in Bezug auf unseren Text. Die einzige Tür, die damals auf der Seite angebracht war, ist ein Bild, welches hinweist auf Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Weg zum Vater als durch Jesus. Es gibt keinen anderen Weg damals zur Rettung als durch diese eine Tür in die Arche. Wer draußen blieb, der war verloren. Man musste durch diese eine Tür. Und unser Herr sagt, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, wird gerettet. Und wenn man sich jetzt die Situation vorstellt damals, Noah, seine Zeit, alles, was sich abgespielt hat. Noch bevor Noah selber in die Arche hineinstieg, er und seine Familie, noch bevor es anfing zu regnen, da lag schon dieser Hauch des Todes über der ganzen Welt. Alles, was sich damals, bevor die Flut kam, außerhalb der Arche befand, war direkt oder auch indirekt von Tod und Verderben gezeichnet. Sogar Noah selbst, solange Noah noch außerhalb der Arche war, er und seine Söhne und seine Frau und die Frauen seiner Söhne, solange die Familie noch nicht in der Arche war, war auch ihnen über ihnen dieser Hauch des Todes, wie über alle anderen Menschen. Aber da gab es ja diese Türe. Eine Türe, das war die rettende Türe. Diese Türe war, ich denke, man kann es so sagen, damals das wichtigste Element im ganzen Geschehen rund um die Arche Noah. Denn jeder, der durch diese Türe eingehen würde,
der würde gerettet werden, nicht umkommen. Es waren damals leider nur 8 Menschen, welche auf diese Art am Leben blieben, eben Noah und seine Familie. Aber, und das ist ja der Einstieg in diese Botschaft, wie herrlich weist diese Türe hin auf Christus. Es ist ein wunderbares Bild von unserem Herrn. Und es ist ein wunderbares Bild, hinweisend oder sogar eine Erklärung, eine bildhafte Erklärung unseres heutigen Textes. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Als unser Herr Jesus diese Worte sprach damals, da war die Welt auch eine verlorene Welt, wie zur Zeit Noahs. Sie war dem Verderben ausgeliefert. Das Urteil war gesprochen. Aber er ist gekommen, Christus, inmitten dieser Welt, um sich als einzige rettende Türe anzubieten. Und das ist unser Text, ja. Man könnte eigentlich fast nur evangelistisch reden über diesen Text. Ich bin die Tür. Wer immer durch mich eingeht, ist und bleibt gerettet für ewig. Ein ganz schlimmer, ich würde sagen dramatischer, schrecklicher Augenblick damals in der Geschichte rund um Noah und seine Arche war der Moment, als Gott, der Herr, die Türe selber schloss. Das haben Sie sicher schon gelesen, das ist erschütternd, das ist ein ganz kurzer Satz, aber es ist einer der schlimmsten Sätze in dieser ganzen Geschichte. Was nachher kam, das war dann Tod und Verderben und Unheil, aber solange die Türe offen war, war Rettung da. Die Leute könnten kommen und sich retten lassen, aber sie haben ja gespottet. Man hat Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, verspottet. Und dann heißt es 1. Mose 7, Vers 16, und das ist dieser kurze Satz, und der Herr schloss hinter ihm zu. Und das ist ein Satz, das geht einem durch Mark und Bein. Tief ins Herz. Diese Türe, die hatte ohne Zweifel eine ganze Weile lang offen gestanden. Die war offen, Tage, Woche, vielleicht Monate. Wir wissen nicht, wie lange er gebraucht hat zum Bau der Arche. Ja, man kann das schon ausrechnen, aber irgendwann war die ja fertig. Die Türe war da, sie war offen. Und dann ging es ja dann um die Tiere, die Noah sammeln musste, das heißt, die Gott ihm zuführte, die alle hineingebracht werden mussten und all die Vorbereitungen. Und all die Zeit war diese Türe offen. Die war nie geschlossen. Aber dann kommt der Moment. Nicht Noah schließt die Türe, nicht jemand von seiner Familie. Gott selber schließt die Türe. Jetzt ist zu Schluss. Jetzt ist zu Ende. Es gab keine Rettung mehr. Wer sich noch außerhalb der Arche befand, war dem Tod geweiht. Das Hörspiel, was ja, ich glaube, immer noch erhältlich ist, was man als Kind schon gehört hat, das geht einem durch Mark und Bein. Die Stimmen. Noah, öffne uns. Tu auf. Noah, du hattest recht. Aber es war zu spät. Die Türe war geschlossen. Unser Herr sprach einmal über sein zweites Kommen. Und da hat er Noah erwähnt und seine Zeit und das, was damals geschehen ist. Ich will euch das mal lesen. Lukas 17, ab Vers 26. Lukas 7, Vers 26 und 27. Wie es in den Tagen Noahs geschah, so wird es auch in den Tagen des Sohnes des Menschen sein. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie wurden verheiratet, bis zum Tag, als Noah in die Arche ging und die Flut kam und brachte sie alle um. Jesus nimmt kein Blatt vor den Mund. Diejenigen, die Jesus immer so schildern als der Mann, der nie etwas Negatives geäußert hat, die kommen hier neu auf die Welt. Denn der Herr hat hier nichts beschönigt. Also zwei Dinge sind hier mir wie ein Schrecken zuerst. Erstens, er sagt klipp und klar, die sind alle umgekommen damals. Er sagt es, ohne etwas schöner auszudrücken. Sie sind alle umgekommen, die damals sich nicht retten ließen, die außerhalb der Arche waren. Und zweitens, er vergleicht die Zeit Noahs mit der Gegenwart. Er sagt,
Das alles wird sich wiederholen. Wenn man sich das vorstellt, ja. Das wird sich wiederholen. Es wird so sein wie zur Zeit Noahs. Sie werden tun, was sie wollen. Und dann kommt der Herr. Und dann wird die Türe geschlossen. Und dann ist es zu spät. Und dann gibt es keine Möglichkeit mehr, sich retten zu lassen. Wir sollten hier wirklich erschüttert sein, auch in Bezug auf unsere noch nicht geretteten Angehörigen. Vielleicht sitzen heute einige hier. Es muss uns ins Herz eindringen, dass wir in der Zeit leben, wie die Zeit Noahs war. Nur, und das ist die gute Botschaft, die Tür ist noch offen. Die Tür damals war eine ganze Weile offen. Dann hat Gott sie geschlossen. Die Tür ist noch offen. Schauen Sie, wenn ich heute diesen Text lese, Johannes 10, Vers 9, unseren Predigttext, wo Jesus sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, wird er gerettet werden. Dann kann ich sagen, die Tür ist noch offen. Man kann noch rein, man kann sich noch retten lassen. Wir können noch ewiges Leben empfangen. Wir stehen zwar vielleicht noch draußen, viele sind schon drinnen von Ihnen, das weiß ich. Einige sind vielleicht noch draußen, aber sie können sich retten lassen. Heute, wenn sie möchten, die Einladung ist da. Wer immer will, der komme und gehe durch diese Türe. Mein Freund, wenn Sie bis heute noch nicht zu Jesus gekommen sind, stehen Sie außerhalb der Arche. Und irgendwann erklingt dieses Wort des Herrn zu Ende, vorbei. Die Türe wird geschlossen. In einem Psalm steht geschrieben, heute, so ihr seine Stimme höret, verstocket euer Herz nicht. Wie geschah zur Zeit in Meriba, zu Massa in der Wüste, da ihr mich versuchtet, mich prüften, mein Werk sahen. 40 Jahre hatte ich Mühe mit diesem Volk. Ich sprach, es sind Leute, deren Herz immer nur den Irrweg will. Sie wollen meine Wege nicht lernen. Und dann kommt dieses tragische Wort, diese tragische Aussage, so schwur ich in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Der Herr hat wahrscheinlich mit einigen, die hier sitzen heute, sehr, sehr lange gewartet. Seine Geduld ist groß, ist sozusagen unermesslich. Aber ich sage Ihnen heute, eines Tages ist die Türe geschlossen. Da werden Sie nicht mehr hören, komm ein, lass dich retten, sondern sie werden hören, du wirst nicht zu meiner Ruhe eingehen. Das sind sehr harte Worte, aber warum sollen wir das nicht einmal sagen? Lassen Sie sich retten. Also wer immer noch draußen steht, wer um die Arche herumläuft, wer sich daran ergötzt, wie schön sie erbaut ist, wie groß sie ist, der ist verloren. Wenn Sie sagen, na, die Christen sind liebe Leute, die Zionshalle ist ein schöner Raum, ich fühle mich hier wohl, Sie sind verloren. Es sei denn, Sie gehen durch die Türe und lassen sich retten. Kommen Sie heute zu Jesus, sagen Sie ganz einfach, Herr, ich muss mich retten lassen, hier bin ich. Ich übergebe dir mein Leben. So, das mal als eine ganz ernste und wichtige Einleitung. Ich will den Predigttext jetzt etwas genauer mit Ihnen anschauen, wobei ich jetzt eben zunächst da etwas einschränken muss. Also ich lese ihn noch einmal. Jesus sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, wird er gerettet werden, wird ein- und ausgehen und Weide finden. Die Worte, wird er gerettet werden, die möchte ich, mit Gottes Hilfe natürlich, erst beim sechsten Ich-Bin-Wort Jesu genauer anschauen. Dann geht es nämlich um seine Aussage, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist ein Riesenspektrum, was es bedeutet, gerettet zu werden. Das wollen wir dann miteinander anschauen. Und die herrlichen Worte, er wird ein- und ausgehen und Weide finden, die stehen ja auch in unserem Predigttext, die möchte ich anlässlich des vierten Ich-Bin-Wort Jesu drannehmen, mit Gottes Hilfe. Das wird irgendwann dieses Jahr noch sein. Das vierte Ich-Bin-Wort Jesu beinhaltet ja seine ermutigende Aussage, ich bin der gute Hirte. Ja?
Dann wollen wir über die Worte nachdenken, ein- und ausgehen und weiterfinden. Wissen Sie, über was ich jetzt mit Ihnen nachdenken möchte, nach dieser ernsten Einleitung, ja? Ich hoffe so, dass Menschen sich retten lassen. Ich möchte jetzt nachdenken mit Ihnen über diese paar Worte, ich bin die Tür. Einfach diese Worte, ich bin die Tür. Und ich sage jetzt deutlich, ich rede zu Kindern Gottes. Ich rede auch zu Ungläubigen, selbstverständlich. Und vielleicht ist es das, was sie überzeugt. Aber Kinder Gottes, die bereits durch diese Tür in die Arche hineingehen durften und die jetzt leben in diesem neuen Leben, die sind jetzt angesprochen. Wenn wir nachdenken wollen über Ich bin die Tür. Ich denke, für uns, die wir glauben, die wir drin sind in der Arche, beinhalten diese Worte Ich bin die Tür noch viel mehr, als nur, dass wir dadurch zum Leben kommen durften. Das ist das Primäre, das Größte, das Fundament. Ich bin die Tür, ich bin reingegangen, ich bin gerettet. Aber diese Worte, ich bin die Tür, haben eine viel weitreichendere Bedeutung. Und zwar für dieses Leben. In großer Gewissheit dürfen wir glauben und erfahren, dass Jesus Christus die Tür ist, die aus Schwierigkeiten führt. Er ist die Tür, durch die wir auf neue Pfade gelangen in unserem Leben. Es gibt manchmal Kreuzungen, man muss einen neuen Weg wählen. Er ist die Tür, die Richtung. Er ist die Tür, die uns in die volle Freiheit führt. Freiheit der Kinder Gottes. Das muss man manchmal wieder neu lernen als Kind Gottes. Er ist die Tür, welche uns zu innerer und äußerer Heilung führt. Er ist die Tür, die zu einem erfüllten Leben führt. Er ist die Tür, durch die wir zu stillen, grünen Auen gelangen. Er ist die Tür zu echtem und tiefen Herzensfrieden. Und so gäbe es noch eine ganze Reihe Sachen, die ich hier anführen könnte. Mein Anliegen ist jetzt, in diesem Augenblick, und das muss ich ermutigen, dass Kinder Gottes unbedingt damit rechnen dürfen, dass der Herr auf diese Weise, wie ich es jetzt kurz erwähnt habe, in ihrem Leben immer wieder neu die Tür ist. Er ist die Tür, wo er Türen öffnet. Da ist es gut, geh da durch. So, jetzt kommt aber ein Punkt, und das ist eigentlich der ganze Rest meiner Predigt, und das hat mich selber auch sehr beschäftigt, auch für mein eigenes Leben, auch für die Vergangenheit, wenn man darüber nachdenkt, wie ist alles gegangen in den letzten 40 Jahren. Es gibt in Bezug auf diese Aussage, ich bin die Tür, gibt es ein großes Aber. Aber. Was für ein Aber. Ein Denker oder Schreiber oder vielleicht war es ein Theologe, vielleicht war es ein Mann Gottes, vielleicht war es ein Prediger, er hieß Bunsen, hat mal Folgendes gesagt, und wenn ich Ihnen das jetzt vorlese, wissen Sie gerade, um was es geht? Er sagt Folgendes: Ich habe immer gefunden, dass die Türen, durch welche ich gehen soll, sich mir von selbst öffnen. Gewaltsam durchzudringen ist mir nie gut bekommen. Noch ein Zitat von dem Schweizer Politiker und Theologe Karl Hilti. Er hat mal Folgendes gesagt: Dann fängt das Leben an, glücklich zu werden, wenn man alles, was kommt, aus Gottes Hand nehmen kann, nicht mehr viel sorgt und nur durch offene Türen geht. So, das habe ich Sie platziert, hä? Die zwei Zitate. Die sind ziemlich deutlich. Schauen Sie, ich bin überzeugt, und das ist ja das Evangelium für Christen, für Gläubige, für alle Menschen, ich bin überzeugt, dass Jesus uns die Tür ist, für uns die Tür ist zu vielen Gnadengaben, so wie ich einige erwähnt habe vorhin. Er ist die Tür, ja. Aber, jetzt kommt dieses Aber, unser Herr öffnet nicht jede Türe. Auch wenn wir denken, erstens, es wäre christlich, es wäre biblisch, es wäre in Ordnung, es ist im Sinn des Herrn, dass jetzt diese Türe geöffnet wird, dann öffnet er doch nicht jede Türe, die wir gern offen haben möchten. Haben Sie das auch schon erlebt? Sie denken, das muss so sein, das ist in Ordnung so, ja?
Das wird der Herr jetzt machen. Er macht es nicht. Die Türe bleibt geschlossen. Wie reagieren wir in solchen Augenblicken? Schauen Sie, vielleicht ist es so, vielleicht haben Sie das auch schon erlebt, wir wollen diese Türe trotzdem öffnen. Und manche von uns fangen vielleicht an, ein bisschen Gewalt anzuwenden. Wir sind leider manchmal sehr stur und engstirnig. Wir sind selbstbewusst. Wir haben manchmal das Gefühl, ich stehe im Willen Gottes. Was ich jetzt tue, was ich plane, das ist im Willen Gottes. Aber es ist gar nicht im Willen Gottes. Wir haben Gott nicht gefragt. Es ist aus unserem Bauch heraus entstanden. Vielleicht ein Gefühl. Manche sagen, und ich habe es auch schon gesagt, wie ich es sehe, so ist es richtig. Aber es war nicht richtig. Es war ein Trugschluss. Und die Folge solchen Denkens, und wenn man darin beharrt, ist dann die, dass man nicht davor zurückschreckt, sich mit Gewalt einen Durchgang zu verschaffen, wo Gott keine Türe öffnet und nicht öffnen will. Denn Gott hat gesagt, nein, das ist nicht der Weg. Wir sagen, doch, das ist der Weg. Ich will das. Wir sollten Folgendes zur Kenntnis nehmen. Nicht alles, was gut ist, nicht alles, was dem Wesen des Herrn entspricht, nicht alles, was ich als gut empfinde für mich, für mein Glaubensleben, will Gott mir auch geben. Er lässt manchmal Türen, so einladend sie aussehen, lässt er geschlossen. Warum er das tut, ich kann Gott nicht erklären. Ich will schon einige Sachen darüber sagen. Warum der Herr mit einem einen Weg geht, einen logischen Weg, mit dem anderen in der gleichen Situation geht er einen ganz anderen Weg, das kann man nicht erklären. Aber müssen wir es denn überhaupt wissen? Geht es uns etwas an? Schauen Sie, ist Gott nicht souverän? Kann er nicht tun, was er will? Kann er nicht mit mir und uns allen umgehen, wie er will? Kann er nicht Türen öffnen, die er will, und andere geschlossen lassen? Das kann er doch. Da sind Sie doch eigentlich einverstanden. Sehen Sie, unser Herr ist nicht verpflichtet, uns gegenüber Erklärungen abzulegen, warum er dieses tut und jenes lässt. Auch wenn wir manchmal sehr gerne wissen möchten, oh Gott, was hast du dir dabei gedacht? Sogar in den Psalmen, die sind manchmal verzweifelt. Herr, warum? Und einer sagt sogar, wach auf, schläfst du? Ja, wenn ich das lese, da denke ich, wie kann er das sagen über den allmächtigen Gott? Aber das ist das Unverständnis. Was tust du denn, Herr? Muss der Herr sich bei mir rechtfertigen, wenn er eine ganz bestimmte Türe in meinem Leben verschlossen hält und im Leben meines Mitbruders ist die Sperrangel weit offen? Muss er mir das erklären, weil ich gerne wissen möchte, warum er mit mir so umgeht und mit dem Bruder ganz anders? Nein, er muss es mir nicht erklären. Gott ist souverän. Er entscheidet, er handelt. Erstens nicht nach einem Schema und zweitens werden wir ihn nie verstehen. Wir sind keine Kopien voneinander. Gott hat nur Originale geschaffen. Wenn man sich das vorstellt, alle, die hier sitzen, jeder ist ein Original. Der Lebensplan eines jeden sieht wieder ganz verschieden aus, wieder etwas anders aus. Sehen Sie, er geht mit einem jeden einen persönlichen Weg und das bedeutet, dass er in meinem Leben Türen verschließt, welche er für einen anderen öffnet. Ja, Herr, warum machst du das denn? Wir alle kennen wahrscheinlich das Beispiel von Petrus. Der hat sich ja mal eingemischt in das Herrnhandel mit Johannes. Das war anlässlich seiner Wiederherstellung. Petrus Wiederherstellung und Johannes 21. Soeben hat der Herr zu ihm gesagt, Petrus, folge du mir nach. Johannes 21, 19, dann kommt der Johannes dazu, Petrus sieht ihn kommen und dann stellt Petrus dem Herrn die Frage, ja Herr, und dieser jetzt, was soll mit diesem geschehen? Johannes 21, 21, dann kommt die Rüge, der Herr sagt,
So, ich will, dass er bleibe, bis ich komme. Was geht es dich an? Folge du mir nach. Man könnte es einfach oder etwas anders so formulieren. Petrus, für Johannes öffnen sich andere Türen als wie für dich. Sein und dein Leben verlaufen ganz verschieden. Was geht das dich überhaupt an? Du mischst dich in etwas ein, worüber du gar nicht nachdenken solltest. Folge du mir nach. Die Tatsache, dass der Herr für den einen Türen öffnet und dieselben Türen bleiben für den anderen verschlossen, das wirkt sich manchmal sehr schmerzlich aus. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Das ist etwas, was wir nicht verstehen. Aber es hat sich so abgespielt. Schlagen Sie mal auf, Apostelgeschichte 12. Vers 1 und 2. Apostelgeschichte 12, 1 und 2. Um jene Zeit legte der König Herodes Hand an, um etliche von der Gemeinde zu misshandeln. Er tötete Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Was bewegt uns hier so sehr? Ich meine, wir die Fortsetzung kennen. Was bewegt mein Herz? Mich bewegt, dass sich für Petrus die Gefängnispforten öffneten, die sich zuvor für Jakobus nicht mehr öffneten. Nie mehr. Die für Jakobus verschlossen blieben. Und die Frage brennt auf meinem Herzen und auf ihrem Herzen. Herr, warum hast du Petrus rausgeholt? Du hast die Tore geöffnet. Du hast ihn im Leben gelassen. Und für Jakobus blieben die Tore verschlossen. Und er wurde umgebracht. Warum? Herr, warum machst du diesen Unterschied? Warum durfte Petrus leben? Jakobus musste sterben. Bekommen wir irgendwo eine Antwort auf diese Frage? Nein, wir bekommen sie nicht. Nochmals, Gott ist souverän. Er muss sich mir gegenüber nicht erklären. So viel der Himmel höher ist als die Erde, sind seine Gedanken anders wie unsere Gedanken. Bitte sagen Sie jetzt nicht hier in Bezug auf Petrus und Jakobus, ja, Petrus wurde gerettet, weil er ein Hauptapostel war. Das ist eine fadenscheinige Erklärung. Natürlich wissen wir heute sehr gut, dass Petrus noch ein großes Werk zu verrichten hatte. Jakobus war schon immer ein stiller Mann, der im Hintergrund lebte, das wissen wir. Aber das ist nicht die Erklärung, warum Jakobus sterben musste und Petrus leben durfte. Nun, das, was wir jetzt angeschaut haben, das geschieht in unserem Leben auch. Das spielt sich in unserer Familie vielleicht ab. Und die Frage ist, wie gehe ich damit um? Tja, wir können nur eins tun, Gottes Handeln akzeptieren. Ich kann mich erinnern an meinen Vater damals nach dem sehr schweren Herzinfarkt. Er ist noch einmal aufgekommen, er hat noch 15 Monate gelebt. Während dieser Zeit habe ich einen Bruder besucht im Krankenhaus, der hatte auch einen Herzinfarkt. Und dem ging es auch gar nicht gut. Und dann hat er gesagt, ja, Marcel, ich habe gehört, deinem Vater geht es mittlerweile etwas besser, also wird Gott das auch bei mir tun. Das war irgendwie eine so logische Erklärung. Genau das hat der Herr nicht getan. Er hat ganz verschieden gehandelt. Damals an meinem Vater und an diesem Bruder. Verschiedene Türen hat der Herr geöffnet oder verschlossen. Wir sollten uns eingestehen, dass wir deshalb manchmal versuchen, durch verschlossene Türen zu gehen, weil wir uns vergleichen mit anderen. Wir vergleichen uns mit anderen, haben Sie es auch schon gemacht. Sich mit einem Mitchristen, Mitbruder, Mitschwester zu vergleichen, mit seinem Werdegang, ist fatal. Man kommt in ein verkehrtes Fahrwasser. Ich habe Folgendes festgestellt, die Senioren, nicht nur hier bei uns jetzt, aber auch in anderen Heimen, wenn man da Besuche macht, sie vergleichen sich oft zum Schlechten und zum Guten mit ihren Zimmernachbarn oder mit anderen Bewohnern des Hauses. Sie sagen zum Beispiel, schau mal, wie es dem im hohen Alter noch gut geht. Der hat ja keine Beschwerden. Ach, würde es mir doch auch so gehen. Oder ich habe mal jemand gehört nach einer Beerdigung folgende Äußerung tun. Oh, das war ein sanftes Sterben. Dieser Bruder durfte ganz still heimgehen. Oh, wenn ich mal so in den Himmel gehen könnte.
wenn der Herr doch für mich so die Türe öffnen würde zum Himmel. Oder man hört die ängstliche Aussage, hast du mitbekommen, wie krank diese Schwester war? Wie das Sterben voller Schmerzen war? Oh, was muss ich noch alles durchmachen? Ja? Verstehen Sie, das sind die Vergleiche. Es ist fatal, wenn man das tut. Ich habe bei einigen versucht, das wegzunehmen, zu sagen, du bist ein Original. Und Gott hat einen Plan mit deinem Leben, den kennst du noch nicht, den kennt niemand, nur Gott. Und diese Türe öffnet er und keine andere. Und du darfst dich nicht vergleichen zum Schlechten oder zum Guten, sondern blicke auf Jesus. Er wird es wohl machen. Diese Verheißung haben wir. Er wird es wohl machen. Wir werden wohl behalten bei ihm ankommen. Aber Hand aufs Herz, auch wir, die wir noch etwas jünger sind. Naja, ich habe heute meinen Enkelsohn eingesegnet. Das bedeutet, ich bin Großvater. Wir sind schon etwas älter, aber wir sind vielleicht noch nicht so ganz alt, dass wir uns schon etwas fürchten müssen vor dem, was kommt. Und trotzdem tun wir es. Trotzdem tun wir es. Trotzdem fragen wir uns, wie wird es einmal bei mir sein? Ihr Lieben, Sie und ich, wir haben beide einen exklusiven Status bei Gott. Das bedeutet, er geht mit Ihnen besondere Wege. Es gibt Türen, die öffnet er nur für Sie. Und es gibt Türen, die öffnet er nur für mich. Und deshalb sollte man sich nicht vergleichen. Der Apostel Paulus hat mal den Römern geschrieben, es ist zwar in einem anderen Zusammenhang, aber ich will es doch kurz lesen. Lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechnen willst? Sprich das Gebilde zu seinem Bildner, warum hast du mich so gemacht? Hat nicht der Töpfer Macht über den Ton, aus derselben Masse ein Gefäß zu Ehre und eins zu Unehre zu machen? Römer 29, 21. Das ist ein anderer Zusammenhang, ja, aber es beschreibt die Souveränität Gottes. Gott tut, was er will, was er geplant hat. Und was immer Gott tut mit ihnen, ist für sie gut. Denn alles, was er tut, tut er aufgrund von Liebe. Nur Liebe. Deshalb, lieber Bruder, liebe Schwester, sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Ich weiß nicht, was euch jetzt momentan beschäftigt, wahrscheinlich vieles. Ich sage Ihnen Folgendes, sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Psalm 37, Vers 7. Ob das nun Ihre Gesundheit betrifft, Ihr tägliches Wohlergehen, Ihre neue Arbeitsstelle, ein Ehepartner, das ist ja eine große Frage für junge Menschen, Pläne für die Zukunft, warten Sie auf ihn. Versuchen Sie nicht, eine Türe mit Gewalt zu öffnen. Sie gehen in Ihr Unglück. Er hat gesagt, ich bin die Tür. Überall, wo Sie das finden, Jesus, er ist die Tür. Ja, er ist da. Herr, du bist die Tür. Du bist jetzt die Tür. Da können Sie hindurch. Und das Schöne ist, die Türen, die er schließt, die er öffnet, kann niemand mehr schließen. Und wir wissen ja, wo das geschrieben steht. Der Brief des erhöhten Herrn an Philadelphia fängt folgendermaßen an, Offenbarung 3, Vers 7. Offenbarung 3, Vers 7. Dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, welcher den Schlüssel Davids hat, der öffnet, dass niemand zuschließt und zuschließt, dass niemand öffnet. Hier haben Sie die schriftliche und noch viel mehr die biblische von Gott selbst verbürgte Tatsache, dass Türen, die der Herr öffnet, also seine Türen, sie können nie mehr verschlossen werden. Und wissen Sie, deshalb bin ich auch so froh, ich sage es auch mit dem Risiko, dass wir vielleicht nachher Briefe bekommen oder Telefonat oder so. Er hat die Tür zum ewigen Leben geöffnet, er. Er hat gesagt, Marcel, tritt ein, ich bin eingetreten. Wissen Sie, was das bedeutet? Diese Türe wird für mich nie mehr geschlossen. Denn wenn er eine Türe öffnet, dann bleibt sie offen. Wenn wir im Willen des Herrn leben und wandeln. Und was das ewige Leben betrifft, die ewige Errettung, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Also Türen, die er öffnet, bleiben
geöffnet. Die ganze Hölle kann sich dagegen aufmachen, es nützt nichts. In diesem Text wird aber auch das Umgekehrte beschrieben. Ich muss noch einmal kurz darauf eingehen, nämlich, wer meint, er könne eine Türe öffnen, die der Herr verschlossen hat, der rennt schlussendlich sich den Kopf wund. Ich will noch mal ganz kurz das schildern, ja, was das bedeutet. Also wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass wir das manchmal versuchen, Türen zu öffnen, die Gott nicht öffnen will. Wir wenden Gewalt an. Wir erzwingen uns einen Durchgang. Was immer davon das Ergebnis sein mag, die Tür, die der Herr verschlossen hat, haben wir damit nicht geöffnet, so viel Gewalt wir auch angewendet haben. Wir haben allerhöchstens irgendwo in der Nähe ein Loch geschlagen. Wir haben mit immensen Kräften uns einen Durchgang erarbeitet. Wir haben eine künstliche Türöffnung konstruiert. Gott macht da nicht mit. Da fangen wir vielleicht an, uns durch dieses Loch zu zwängen. Wir verletzen uns, weil überall scharfe Kanten sind. Warum? Es ist nicht die Tür, die Gott geöffnet hat, sondern die wir geschlagen haben. Aber wir sagen, nein, da muss ich durch, Gott ist mit mir. Nein, Gott ist nicht mit Ihnen, weil er nicht die Tür geöffnet hat. Wir wollen es noch nicht wahrhaben. Wir gehen weiter, wir zwängen, wir kriechen, wir arbeiten, wir schwitzen, bis wir mit Schrecken entdecken. Nein, es war doch nicht Gottes Weg. Mit Gewalt haben wir versucht, etwas zu erzwingen. Und Gott hat von Anfang an gesagt, nein, das ist nicht der Weg. Und schauen wir uns dann um, dann sehen wir die Tür, die nur er öffnen kann, ist immer noch verschlossen. Das ist ein böses Erwachen. Wissen Sie, viele Kinder Gottes werden bisweilen wach mit einem schweren innerlichen Kater. Sie merken plötzlich, was ich jetzt alles getan habe, die vergangenen Monate, vielleicht Jahre, war nicht Gottes Weg. Dass ich diesen Mann geheiratet habe, diese Frau, war nicht Gottes Wille. Ich habe eine Tür eingeschlagen mit dem Beil. Oh, wie anders ist es, wenn wir durch geöffnete Türen gehen. Die Zitate, ja, die ich zitiert habe, die ich Ihnen vorgelesen habe, nur durch offene Türen gehen. Oder die Türen müssen sich vor mir öffnen, die Gott für mich bestimmt hat. Ich öffne sie selber nicht. Welch ein Segen, wenn der Herr Türen öffnet. Sie bleiben offen. Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der öffnet, dass niemand zuschließt. Schauen Sie, da ist kein Krampf, kein Würgen, kein Stoßen, Kämpfen, Schlagen. Da ist gelassenes Gehen auf vorbereiteten Wegen und durch geöffnete Türen. Das muss man lernen. Oh ja, das sind manchmal bittere Lehrstunden. Da sagt Gott so, jetzt muss ich dich mal ins Gebet nehmen. Schau mal diesen Scherbenhaufen, der hinter dir liegt. Das sind alles Sachen, die du selbst fabriziert hast. Ich hatte es anders mit dir gemeint. Ein ganz schönes Beispiel von geöffneten Türen. Eine offene Tür ist doch die Geschichte, wo Petrus aus dem Gefängnis dann befreit wird durch den Engel des Herrn. Ich habe ja vorhin schon kurz zitiert, Jakobus wurde umgebracht, Petrus wurde befreit und das ist sehr schön, wird das geschildert. Ich lese euch das kurz vor, auch der Zeit halber. Der Engel des Herrn kommt und Petrus ist ja zwischen Ketten angebunden, die Ketten fallen weg. Und der Engel sagt, so komm, steh auf, folge mir nach, gürtel dich. Und dann heißt es Apostelgeschichte 12, 9, so ging Petrus hinter ihm, dem Engel, her, aus der Zelle hinaus. Und dann, als sie dann an dem ersten und zweiten Wachposten vorübergegangen waren, kamen sie an das eiserne Tor, das zur Stadt hinausführte. Dieses öffnete sich von selbst. Und sie traten hindurch. Das sind geöffnete Türen. Wie finden wir solche Türen? Wie erkennen wir sie? Was bewahrt uns davor, verschlossene Türen, auf verschlossene Türen einzurennen? Nun ja, ich habe ja ganz kurz dieses erste Sendschreiben, nicht das erste, das Sendschreiben an Philadelphia zitiert. Da haben wir nur einen Vers gelesen. Welche ermutigende Worte wurden Philadelphia auch noch mitgeteilt durch den erhöhten Herrn? Offenbarung 3, Vers 8. Nachdem der Herr sich vorgestellt hat, dass derjenige, der die Schlüssel Davids hat,
der öffnet und niemand kann schließen. Dann sagt er dann in Vers 8, ich weiß deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben, die niemand schließen kann, denn du hast eine kleine Kraft. Du hast mein Wort bewahrt, meinen Namen nicht verleugnet. Welch ein Wort! Ich habe vor dir Türen geöffnet, die niemand schließen kann. Offensichtlich war das eine Gemeinde, die war in sich selbst schwach. Es fehlte an Kraft, es fehlte wahrscheinlich an Selbstbewusstsein, wie Laodicea. Es fehlte an überzeugender Ausstrahlung, wie Ephesus. Aber was war ihr überaus großes Plus? Sie hielten sich fest am Wort Gottes. Sie orientierten sich am Herrn. Sie verleugneten ihn nicht. Und der Herr sagt, das verschafft dir offene Türen. Du wirst sie entdecken, du wirst sie sehen. Ich öffne sie und niemand wird sie schließen. Liebe Brüder und Schwestern, wer immer sich an Gottes Wort festhält, und das will ich Ihnen mitgeben als Ermutigung, aber auch Ermahnung. Wer immer sich an Gottes Wort festhält, wer ihm vertraut, wer ihm gehorcht, wer sich nie vom Wort des Herrn abwendet, konsequent, Tag für Tag, wer sich vornimmt, den Namen seines Gottes nicht zu verleugnen, nicht vor den Menschen, aber auch nicht in seinem eigenen Leben, durch Sünde, der wird geöffnete Türen vorfinden. Er wird sie entdecken. Er wird sehen, da ist ja die Tür. Er muss sich kein Werkzeug anschaffen, um ein Loch zu schlagen. Er wird die Türe sehen. Er wird erkennen, wo sie ist. Er wird davor bewahrt bleiben, auf verschlossene Türen einzurennen. Er wird in wunderbarer Weise immer wieder erfahren, dass Jesus sagt, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, ja, er wird gerettet werden. Was verschlossene Türen anbelangt, denken Sie ja nicht, dass nur Sie und ich manchmal händeringend vor solchen Türen stehen. Ja? Oh, wie muss es jetzt weiter? Herr, was machst du jetzt? Warum? Ja? Nicht nur wir haben das durchgemacht. Sie und ich. Paulus kannte das auch. Wie hat der Mann oft verschlossene Türen vor sich gehabt? Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Apostelgeschichte 16, 6 und 7. Als sie aber Phrygien und die Landschaft Galatien durchzogen, wurde ihnen vom Heiligen Geist gewährt, das Wort in Asien zu verkünden. Und glauben Sie mir, Paulus war voll von dem Wunsch, in Asien das Evangelium zu verkünden. Und da geht es weiter. Und sie kamen gen Mysien und versuchten, nach Bithynien zu reisen. Aber der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Der Herr hat gesagt, diese Tür ist verschlossen, Paulus. Und das ist nur ein Beispiel. Er konnte auch nicht einfach nach Rom, dann als er wollte. Der Geist des Herrn hat es ihm verwehrt. Also das waren verschlossene Türen im Dienst des Paulus. Nun glauben Sie mir, der Apostel wäre nie darauf gekommen, sie mit Gewalt zu öffnen. Er hat es akzeptiert. Liebe Brüder und Schwestern, hört, was euer Herr sagt. Das ist die Botschaft heute Morgen. Ich bin die Tür. Wo immer Sie tief im Herzen, im Geiste diese Worte sehen, vor welcher Wegschneide sie auch stehen. Ja? Wo sie dieses Wort des Herrn hören, daran glauben, wissen, der Herr spricht jetzt zu mir, zu meinem Herzen. Da werden sie offene Türen finden und geebnete Wege. Es wird ihnen wie Paulus gehen, der den Korinthern schreiben konnte, eine Tür hat sich mir aufgetan, weit und vielversprechend. Noch eine Minute, eine ganz kurze Frage. Geöffnete Türen, ja? Also verschlossene Türen, dass die Schmerzen bringen, wenn man durch will, das ist klar, ja? Geöffnete Türen, die der Herr geöffnet hat, bedeutet das, ich bin schon fast im Himmel, keine Probleme mehr, keine Nöte mehr. Ich gehe ja jetzt durch offene Türen, die der Herr geöffnet hat. Oh, meine Lieben, dann kommen die Probleme erst. Weil überall, wo der Teufel entdeckt, da ist ein Kind Gottes, welches den richtigen Weg gefunden hat, da
kommt er mit der vollen Höllenmacht. Das hat Paulus auch erlebt. Ich zitiere ganz kurz den Text, den ich vorhin schon angeführt habe, aber ich habe ihn nicht ganz gelesen. Paulus schreibt in Korinthern, in 1. Korinther 16, Vers 9, eine Tür hat sich mir aufgetan, weit und vielversprechend, und dann, aber der Widersacher sind sehr viele. Das kommt einfach, das gehört dazu. Das ist der Kampf des Glaubens. Wenn Sie wissen, das ist die Tür, die der Herr geöffnet hat, und Sie gehen hindurch und Sie werden geschüttelt, dann dürfen Sie wissen, ich bin auf dem richtigen Weg. Die Höllenmacht hat keine Freude, aber ich bin auf dem Weg Jesu. Und wer auf dem Weg mit Jesus ist, es kann ihm nichts geschehen. Der 2. Korintherbrief schildert Paulus noch eine andere solche Situation. Er sagt, als ich nach Troas kam für das Evangelium Christi und mir eine Tür offen stand im Herrn, hatte ich gleichwohl keine Ruhe in meinem Geist, weil ich meinen Bruder Titus nicht fand. Auch hier offene Türe und doch Sorgen im Herzen. Es geht manchmal zusammen. Das ist so. Das ist der Kampf des Glaubens. Es ist besser, angefochten durch eine vom Herrn geöffnete Tür zu gehen, als sorgenfrei den falschen Weg zu bewandeln. Amen. Wir beten. Vater im Himmel, in Jesu Namen, danken wir dir für diesen Morgen, auch für dieses Wort. Herr Jesus, persönlich danke ich dir für diesen Satz, diese Worte, die du gesagt hast, ich bin die Tür. Oh Herr, was habe ich das auch lernen müssen in meinem Leben, was das bedeutet. Und Herr Jesus, segne doch alle Geschwister hier, groß und klein, alt und jung, dass wir alle ganz neu sagen, wir wollen nur noch durch geöffnete Türen gehen. Und Herr, wenn jemand hier ist, der noch gar nicht in der Arche ist, ach Herr, der Ruf ist noch da, die Einladung ist noch da, die Tür ist noch offen, dass er doch heute oder sie, wer immer es ist, den Weg zu dir findet. Ich bitte dich von Herzen. Gelobt sei der Name, Herr Jesus Christus. Danke. Amen.